Hallo zusammen, Thomas hier. Das neue Jahr ist ja für viele eine gute Gelegenheit, sich wieder neue Vorsätze vorzunehmen, um sie dann im Laufe des Jahres umzusetzen, um an der Stelle oder an der einen oder anderen Stelle besser zu werden. Und deswegen geht es von meiner Seite heute um 7 Vorschläge, möglicherweise für euch Vorsätze, um 2020 ein besserer Fotograf, eine bessere Fotografin zu werden, generell euch fotografisch gezielt zu verbessern. Und einige der Vorschläge sind jetzt auch von mir nicht ganz neu. Die habe ich auch sicherlich schon in dem einen oder anderen Video auch schon mal eingestreut. Aber wie das mit den guten Vorsätzen auch fürs neue Jahr so ist, nicht immer klappen sie gleich. Oft muss man sich die neuen Vorsätze für mehrere Jahre immer wieder neu vornehmen, damit sie dann wirklich auch umgesetzt werden. Und deswegen, wie gesagt, heute 7 Vorschläge, teilweise mit Wiederholung, die nie schaden kann. Manchmal ist es durchaus eine gute Idee, sich an die guten Vorsätze nochmal zu erinnern oder einfach daran erinnert zu werden. Und der erste gute Vorsatz, besser gesagt, der erste Vorschlag von meiner Seite, damit ihr euch in diesem neuen Jahr 2020 fotografisch weiterentwickelt, ein besserer Fotograf, eine bessere Fotografin seid, ist der Faktor Zeit. Und gerade beim Fotografieren ist Zeit nicht Geld. Was man ja oft ganz gerne sagt, Zeit ist Geld. Gerade beim Fotografieren gilt das eigentlich überhaupt nicht, denn die Zeit, die man sich nimmt, um sich mit dem Fotografieren zu beschäftigen, um selber fotografieren zu gehen, ist durch nichts zu ersetzen und schon gleich gar nicht durch Geld. Wenn wir uns allerdings angucken, eigentlich sind sicherlich die meisten Fotografen der Meinung, dass das tatsächlich so ist. Dass es nicht darauf ankommt, sich das beste, neueste, teuerste Equipment zu kaufen und das immer dann, wenn wieder was Neues rauskommt, also permanent Geld auszugeben. Und trotzdem ist es umso erstaunlicher, dass gerade auch im deutschsprachigen Markt die ganzen Fototechnik-Videos, YouTube-Videos besonders gerne und besonders viel geklickt werden. Immer dann, wenn es um neue Kameras geht, wenn es um neue Objektive geht, sind das so gewisse Erfolgsgaranten für viele Klicks. Und obwohl eigentlich jeder Fotograf weiß, dass es um ganz andere Dinge in der Fotografie geht, müssten eigentlich die anderen Videos, die sich mit Bildkomposition, mit dem Fotografieren an sich, wie kann ich besser fotografieren, auseinandersetzen, eher geklickt werden, ist aber tatsächlich nicht so der Fall. Deswegen mein Vorschlag, vielleicht sogar für euch ein guter Vorsatz, kauft euch vielleicht gar nichts Neues dieses Jahr, sondern nehmt euch die Zeit zum Fotografieren. Mein zweiter Tipp und vielleicht euer fotografischer Vorsatz für 2020 ist, beschäftigt euch so intensiv wie möglich mit dem ganzen Themenkomplex Bildkomposition. Das beste Licht, das beste Motiv, die besten Möglichkeiten der Bildbearbeitung sind alles nichts wert, wenn die Bildkomposition der Fotos ist. Eine schlechte Bildkomposition in einem Foto wird nie dazu führen, egal was ihr mit dem Bild auch im Nachgang noch damit veranstaltet, wird nie dazu führen, dass die Betrachter eurer Fotos sich für eure Fotos interessieren, dass sie verweilen, dass ihr in der Lage seid, den Blick des Betrachters durch das Foto zu führen oder im Idealfall sogar, dass ihr in der Lage seid, den Betrachter emotional an ein Bild zu binden oder sogar emotional mit einem Bild zu berühren. Also Bildkomposition ist das zentrale Element für ein gutes oder eben auch für ein schlechtes Foto. Und deswegen auch hier der Vorschlag, neben eurer eigenen intensiven Beschäftigung mit der Bildkomposition und der eigenen Auseinandersetzung mit euren Fotos, nutzt die Gelegenheit und die Möglichkeiten, die es ja in hinreichendem Maße gibt, auch im Internet, aber auch in entsprechenden Büchern. Guckt euch Fotos von anderen Fotografen an. Idealerweise natürlich erstmal von Fotografen, die genau die gleichen Bilder machen, die ihr macht, die ihr machen wollt, von denen ihr lernen könnt. Guckt euch die Bilder genau an, analysiert diese Fotos. Probiert aus, macht solche Fotos so gut wie möglich selber. Die Bildkomposition ist ein ganz, ganz entscheidendes Element bei unseren Fotos, damit richtig gute Bilder werden. Aber nicht nur die Bildkomposition ist natürlich wichtig, sondern in Ergänzung ist es natürlich wichtig, dass ihr euch auskennt mit eurer Kamera und mit euren Objektiven, dass ihr die im Grunde im Schlaf beherrscht, dass man euch nachts um 3 wecken kann, euch eine Szene vorsetzt und ihr sofort wisst, wie müsst ihr eure Kamera einstellen, wie müsst ihr euer Objektiv einstellen, welches Objektiv müsst ihr überhaupt benutzen, um die Szene dann auch nachts um 3 so zu fotografieren, dass da eine
gute Bildkomposition und ein gutes Bild raus wird. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass ihr euch auch mit den technischen Grundlagen eurer Kamera und den zugehörigen Objektiven auseinandersetzt und dann so schnell wie möglich auskennt. Denn auch selbst wenn man in der Landschaftsfotografie unterwegs ist und die Landschaft zwar eigentlich nicht weglaufen kann, gibt es aber genügend Situationen, wo es dann doch wichtig ist, schnell zu sein. Beispielsweise eine bestimmte Lichtstimmung, die vielleicht für einen Moment, ganz kurzen Moment da ist, die man vielleicht schon ahnt und dass man dann ganz schnell die Kamera entsprechend eingestellt hat, um diese Lichtstimmung, um diesen besonderen Moment auch in der Landschaft, auch in der Naturfotografie so zu fotografieren, dass er dann schon in der Kamera perfekt eingefangen ist. Also nutzt die Gelegenheit, euch so schnell wie möglich, gerade jetzt vielleicht an diesen langen Abenden, noch jetzt im Winter mal entsprechend hinzusetzen und euch mit der Technik zu beschäftigen, dass ihr die also möglichst, wie gesagt, im Schlaf kennt und dann euch auch beim Fotografieren nur noch mit dem reinen Fotografieren, mit der Bildkomposition auseinandersetzen müsst und euch nicht die Technik dann letztendlich im Weg steht. Der nächste Punkt ist Bildkritik, Fotokritik. Sucht euch Menschen, die in der Lage sind und willens sind, eure Fotos zu kritisieren, die sich mit euch hinsetzen können, um eure Fotos gemeinsam zu betrachten. Und Kritik im Übrigen, auch wenn es von vielen oft so wahrgenommen wird, ist nicht zwingend nur negativ. Kritik ist oder kann genauso gut auch positiv sein. Aber für die Bildkritik sucht euch wirklich Leute, die sich damit auskennen, die auch entsprechend qualifiziert sind, genau das zu tun. In der Regel sind das eher nicht die Familienmitglieder, nicht Freunde, nicht Bekannte und in der Regel auch nicht die einschlägigen Fotocommunities. Denn da kommt in der Regel nicht sehr viel mehr rüber als entweder tolles Foto, gefällt mir sehr gut oder finde ich doof, gefällt mir nicht gut. Damit kann kein Mensch was anfangen. Viel wichtiger ist es, dass man auch die Bilder sich gemeinsam betrachtet und dabei wirklich analysiert. Was ist an einem Foto gut? Was macht das Foto gut? Was macht das Foto interessant? Oder eben auch im anderen Fall, wenn es eben nicht so ist, was macht ein Foto nicht gut? Was zerstört möglicherweise sogar die Bildkomposition und all diese Dinge? Falls ihr niemanden kennt, niemanden habt, dem ihr dann wirklich qualifizierte Meinungen zutraut, sucht euch andere Fotografen, sucht euch Menschen, denen ihr das zutraut. Sucht euch Fotografen, die wirklich sehr viel Erfahrung haben beim Fotografieren. Sucht euch Fotografen, die genauso fotografieren, wie ihr fotografiert oder wie ihr fotografieren wollt, die aus eurer Einschätzung qualifiziert sind. Solltet ihr nicht persönlich solche Menschen, andere Fotografen kennen, meine Empfehlung, macht bei uns, bei der RAW Akademie, macht bei uns ein Fotocoaching, ein Fotokritik-Coaching. Das bieten wir regelmäßig an. Dann und da, wo ihr wollt, dann und wann ihr wollt, ihr reicht uns eure Bilder ein und wir gehen mit euch die Bilder gemeinsam durch. Und wir nutzen auch die Möglichkeiten der Bildbearbeitung, um den Fotos dann, wenn es denn sinnvoll ist, durchaus auch noch mit den Mitteln der Bildbearbeitung auf die Sprünge zu helfen und sie wirklich letztendlich auf den Punkt zu bringen. Bildkritik, die intensive Auseinandersetzung mit der Qualität eines Fotos, ist eines der ganz entscheidenden Hilfsmittel, um sich wirklich fotografisch ganz, ganz eindeutig zu verbessern. Denn nur die intensive Analyse, das wirklich quasi Auseinandernehmen eines Fotos, um es dann später wieder zusammenzusetzen, hilft ungemein, um sich als Fotograf zu verbessern. Keine Frage, es gibt auch fotografische Naturtalente. Die haben einfach, ich nenne das jetzt mal den fotografischen Blick, die sehen es einfach. Die wissen genau, was und wie sie eine Szene fotografisch umsetzen müssen, damit sie nachher als Foto richtig klasse wirkt. Den meisten ist dieses Naturtalent aber nicht in dem Maße mitgegeben. Da muss man sich dann doch eine Menge erarbeiten. Und gerade wenn es darum geht, sich fotografische Techniken und natürlich auch das Sehen zu erarbeiten, um gute Bildkompositionen zu machen, kann ich euch als nächsten Tipp definitiv Fotoworkshops ans Herz legen. Bei mir gerne, aber natürlich auch bei vielen Kollegen, die mindestens genauso qualifiziert sind wie ich. Ganz egal, bei wem und wo ihr das macht, sucht euch gute Fotografen, sucht euch gute Angebote, wo ihr durchaus regelmäßiger Fotoworkshops macht. Lasst euch von den Fotoworkshops, von den Themen anregen. Lasst euch oder nutzt die Gelegenheit, um euch wirklich intensiv mit den Dingen auseinanderzusetzen.
Denn gerade erfahrene Fotografen haben die ganzen Fehler, die man selber machen kann, alle schon gemacht. Und das fließt natürlich in ihre Erfahrung ein. Das, was sie letztendlich euch als Fotograf weitergeben, wie man gut fotografiert, wie man die besseren Fotos machen kann. Und ein guter Fotograf, der auch ein guter Fototrainer ist, vermittelt euch genau das in seiner Erfahrung. Und deswegen meine Empfehlung, um nicht alle Fehler viele, viele Jahre lang selber machen zu müssen, um einfach auch euch, damit ihr euch schneller entwickeln könnt und euch nicht ewig mit schlechten Bildern auseinandersetzen müsst, macht auf jeden Fall durchaus häufiger und regelmäßiger Fotoworkshops. Das können natürlich einmal Fotoworkshops sein, gerade wenn ihr Anfänger seid, die euch überhaupt erstmal Grundlagen vermitteln. Fotoworkshops, die euch in ein Thema einführen, sei es in die Landschaftsfotografie, in die Porträtfotografie, in die Architekturfotografie. Also das, was euch interessiert, wo ihr euch schnell weiterentwickeln wollt, wo ihr hin wollt als Fotograf. Und es können natürlich genauso gut Fotoworkshops sein, in denen ihr ganz neue Techniken lernt. Auch gerade, wenn ihr schon erfahrene Fotografen seid, dass ihr mal einfach euch mit anderen, mit neuen Techniken auseinandersetzt, die vielleicht vordergründig gar nichts mit eurer fotografischen oder mit euren fotografischen Schwerpunkten zu tun haben, die aber trotzdem ungemein, ich sage mal, befruchtend sein können, einfach weil man eine andere Sichtweise, neue Sichtweisen, neue Techniken lernt, die man dann vielleicht gar nicht mal so bewusst, aber vielleicht dann doch in einer gewissen Art und Weise auch in die eigene Fotografie einfließen lässt. Und Fotoworkshops sind immer auch eine gute Qualitäts-Leistungskontrolle. Gerade Fotoworkshops, die auch Bildkritik mitbringen, wo man sich auch dann gemeinsam mit den Fotos auseinandersetzt, die alle Teilnehmer gemacht haben, lernt man auch nochmal ungemein an den eigenen Fotos, weil man sich auch da nochmal bewusst damit auseinandersetzen muss und einfach, weil man auch Fotos anderer Fotografen sieht, wie fotografieren die das, was ich vielleicht auch ähnlich habe fotografieren wollen, warum sieht das bei denen so sehr viel anders aus. Also meine Empfehlung, nehmt euch die Zeit und in dem Fall dann doch mal ein bisschen Geld, aber eben nicht für die Kamera, sondern um euch fotografisch weiterzuentwickeln, um euch fotografisch auch mit Fotoworkshops weiterzuentwickeln, um mit Fotoworkshops, über Fotoworkshops, das wollte ich sagen, besser zu werden. Mein sechster Tipp, damit ihr euch auch in diesem Jahr fotografisch weiterentwickeln könnt und verbessern könnt, ist: Geht raus aus eurer Komfortzone. Menschen sind per se bequem. Und für Fotografen gilt das in ganz gleicher Weise. Ich denke, es geht uns allen so, dass das, was wir dann einmal gelernt haben, womit wir gut klarkommen, womit wir in der Lage sind, gute, interessante, betrachtenswerte Fotos zu produzieren, dabei bleiben wir natürlich sehr schnell und machen dann immer die gleichen Fotos. Das kann auf Dauer langweilig sein. Einmal, weil das, was wir fotografieren, letztendlich immer gleich aussieht, aber auch, weil wir selber feststellen, irgendwie entwickle ich mich da nicht weiter. Und deswegen ist es auch eine gute Idee, mal rauszugehen aus der Komfortzone. Da gibt es viele Möglichkeiten. Eine Möglichkeit, die naheliegendste, ist, dass ihr mal nicht, wenn ihr Landschaftsfotografie macht, mit dem Weitwinkel rausgeht, sondern eben das Teleobjektiv benutzt. Ich habe kürzlich ein Video gemacht, ich verlinke euch das hier oben mal in der Infocard, wie ihr auch mal mit den Telebrennweiten, auch gerade in Landschaftsfotografie, interessante Fotos machen könnt. Wenn ihr Porträtfotografen seid, nehmt nicht das 85 mm Standard Porträtfotografie-Objektiv, sondern nehmt mal ein Weitwinkel. Keine Ahnung, ich bin kein Porträtfotograf. Wäre vielleicht auch mal eine Idee für mich, mal einen Fotoworkshop in der Porträtfotografie zu machen. Interessieren täts mich. Ich hoffe, ich habe mal bald die Zeit dafür. Also nehmt euch die Zeit oder fordert euch selber heraus und nehmt euch die Zeit dafür, um rauszugehen aus eurer persönlichen fotografischen Komfortzone. Und probiert neue Dinge aus, neue Techniken, durchaus auch mal ein neues Genre. Müsst ja gar nicht dauerhaft bei diesem Genre bleiben, aber ich habe es eben schon gesagt, um vielleicht auch interessante neue Sichtweisen in eure Fotografie hineinzubringen, an eure fotografische Vorgehensweise zu adaptieren. Probiert neue Techniken aus und zwar so lange, bis es wirklich klappt. Das kann auch eine Weile dauern, aber das ist dann wieder der Faktor Zeit, den man sich nimmt, um sich auch fotografisch letztendlich verbessern zu können. Die Zeit, die man braucht, um sich fotografisch verbessern zu können. Also geht raus aus der Komfortzone und macht Dinge, die ihr sonst normalerweise von alleine nicht tun würdet. Und mein siebter Tipp, der vieles von dem, was ich gerade gesagt habe, eigentlich so auch zusammenfasst, ist: Setzt euch ganz klar definierte fotografische Ziele, definiert Fotoprojekte.
Es ist oft so, dass viele Fotografen rausgehen, relativ planlos fotografieren. Na, mal gucken, was mir heute so vor die Linse läuft und dann werde ich schon ganz gute Fotos davon machen. Macht das nicht. Geht ganz gezielt raus, indem ihr vorher definiert habt, was wollt ihr fotografieren? Warum wollt ihr das fotografieren? Und das geht am allerbesten mit klar definierten Fotoprojekten. Ich habe eigentlich, seitdem ich die letzten etwa 20 Jahre wieder auch vor 20 Jahren angefangen habe, zu fotografieren, intensiver zu fotografieren, ich habe mir relativ schnell erste Fotoprojekte gesetzt, Fotoprojekte definiert. Bei mir hat es natürlich angefangen mit der Natur- und Landschaftsfotografie. Und ich bin rausgegangen, beziehungsweise habe mir vorher überlegt, was will ich fotografieren? Landschaftsfotografie, Naturfotografie, wo kann ich das fotografieren und was davon will ich für mich fotografisch lernen und umsetzen? Und mein erstes großes, langlaufendes Fotoprojekt war ein mehrjähriges Fotoprojekt im Harz-Nationalpark. Das war so in den frühen 2000er Jahren. Da bin ich wirklich mehrere Jahre im Urlaub, immer wenn ich Zeit hatte, am Wochenende bin ich da hingefahren, um gewisse Dinge zu fotografieren. Ich habe Bilder gehabt von anderen Fotografen, habe versucht, die nachzufotografieren. Ich habe versucht, die so umzusetzen, um mir diese Techniken beizubringen, um das für mich fotografisch zu adaptieren. Wenngleich ich das dann später für mich natürlich ganz anders kombiniere und die gar keine Gefahr laufe, dann andere Fotografen nur zu kopieren. Deswegen meine dringende Empfehlung, wirklich, das ist fast das Wichtigste, neben natürlich anderen Aspekten, aber wo man dann wirklich alles zusammenbringen kann, definiert für euch klare Fotoprojekte und arbeitet die sauber ab. Das hört sich jetzt nach ganz viel Mühe an, ist aber gar nicht so gemeint und sollte es im Idealfall auch gar nicht sein. Aber es führt auf jeden Fall weg von dem, mal gucken, was so kommt. Ich habe es gerade gesagt, von diesem planlosen Fotografieren. Und meine Fotoprojekte waren so, ich habe angefangen mit dem Harz-Nationalpark. Dann bin ich eine ganze Reihe von Jahren in die Hohe Tatra gefahren, habe im Hochgebirge fotografiert, um mir da Techniken anzueignen. Dann war ich mit dem Gebirge mal eine Weile durch. Und dann kam für mich, schon vor vielen, vielen Jahren, kam die Bretagne. Da bin ich mal eine ganze Reihe Jahre für mich selber ans Meer gefahren, um am Meer zu fotografieren. Was und wie kann ich am Meer fotografieren? Alleine denn auch bei mir die Landschaftsfotografie hat natürlich eine große Spannbreite dessen, was Landschaft ausmacht. Das kann das Gebirge sein, das kann das Mittelgebirge sein, das kann die Landschaft in der Stadt sein. Das kann eben auch das Meer sein. Da gibt es viele Möglichkeiten, wo man fotografieren gehen kann. Dann kam für mich natürlich dann auch durch die Architekturfotografie, durch die Industriefotografie kam für mich dann vor einigen Jahren das Zollverein-Projekt, wo ich regelmäßig und viel auf Zollverein unterwegs war, um dann da die sehr spannende, interessante Architektur- und Industriefotografie in den Augenschein und vor die Kamera zu nehmen und so weiter und so fort. Dann bin ich nach Paris gefahren. Fotoprojekte müssen auch nicht unbedingt mehrere Jahre dauern. Ich habe langlaufende Projekte, ich habe kurze Projekte. Ein ganz kurzes Projekt ist zum Beispiel eins, was sich über 2-3 einzelne Tage, wenn auch mit einem gewissen zeitlichen Abstand, definiert und realisiert habe, ist, dass ich den Eiffelturm in Paris, ein Video dazu habe ich mal gemacht, Infocard, mal mir vorgenommen habe, den Eiffelturm aus Blickwinkeln, aus Perspektiven in der Stadt zu fotografieren, die eben nicht jeder so alle Nasen lang fotografiert. Mich eben mal nicht nur platt vor den Eiffelturm stelle, sondern auch mal schaue, wie kann ich denn den Eiffelturm im gesamten Stadtbild, in dem Kontext Paris als Stadt fotografieren. Und all diese Dinge. Wichtig also beim Fotografieren ist wirklich, sich Ziele zu setzen, die klar zu definieren und sie dann auch wirklich in Anführungsstrichen, wie gesagt, abzuarbeiten, wenngleich das im Idealfall, wie gesagt, wirklich nichts mit Mühe und mit Mühsal zu tun haben sollte. Ganz wichtig in allen Fällen ist, Ziele setzen, Ziele umsetzen. Ihr setzt euch auseinander. Ihr setzt euch intensiv mit dem auseinander, was ihr fotografieren wollt und wie ihr das am besten hinbringen könnt. Das macht man nämlich sonst gar nicht. Also viel rumprobieren, viele schlechte Fotos machen, die dann wiederum analysieren, wieder rausgehen, wieder probieren. Und zwar auch hier wieder so lange, bis es dann aus eurer oder nach eurer Einschätzung richtig gut geklappt hat. Also man kann hier gut seinen Spaß haben, auch im Winter in Lappland. Abschließend noch ein Aspekt, der ganz, ganz viel mit allem zu tun hat, was ich vorher gesagt habe. Und ich finde, das geht auch nur dann, wenn man Spaß hat beim Fotografieren, wenn man wirklich gerne rausgeht. In meinem Fall, vielleicht auch natürlich in eurem Fall, wenn ihr wahnsinnig viel Spaß daran habt, in die Natur zu gehen, in die Landschaft zu gehen und dann nicht nur immer die Kamera vor dem Auge zu haben, sondern tut euch selber den Gefallen und genießt einfach auch mal dieses Draußensein, dieses in der Natur sein.
und diese traumhaften Landschaften, in denen man unterwegs sein kann. Und alleine Europa bietet uns so viele Möglichkeiten. Da muss man gar nicht mal ewig weit fahren und gar nicht ewig weit reisen, um wirklich an einigen der schönsten Plätze, an einigen der schönsten Orte zu sein, um dort einfach auch dieses Landschafts-, dieses Naturerlebnis in sich aufzusaugen, sofern man natürlich daran Spaß hat. Das gilt aber für alle anderen fotografischen Genres auch. Die Architekturfotografie, die man natürlich in diesen tollen europäischen Städten machen kann, die wir hier in Europa in Hülle und Fülle haben. Paris, Lissabon, Amsterdam, Berlin und euch fallen viele, viele ein. Da gibt es auch noch viele, Wien, was weiß ich was, Prag. Könnt jetzt die Liste endlos fortführen. Also es gibt wahnsinnig viele spannende Städte, wenn es um die Architekturfotografie geht und natürlich, wenn es natürlich um die Makrofotografie geht, da braucht man gar nicht weit fahren. Also wenn es um die Porträtfotografie geht, dann gibt es auch da viele Möglichkeiten. Da muss man nicht unbedingt ein High-End-Studio haben. Auch da gibt es viele Möglichkeiten, entsprechend zu fotografieren. Wichtig in allen Fällen, damit das alles geklappt, was ich vorher gesagt habe, damit das mit den Vorsätzen nicht nur Vorsatz ist, sondern damit es auch wirklich klappt, damit man sich die Vorsätze auch wirklich in die Tat umsetzt, ist, dass man Spaß hat bei dem, was man macht. Und ein Aspekt, auf den ich mich alleine dieses Jahr 2020 wahnsinnig freue, und das wird wahrscheinlich aus meiner Sicht, zumindest jetzt absehbar für mich, das absolute Highlight, und das hat vordergründig überhaupt nichts mit Fotografie zu tun, ist, wenn ich mit dem Andreas im März 5 Tage im nordschwedischen Gebirge unterwegs bin. Wir werden 5 Tage Schneemobil fahren. Wir werden mit dem Schneemobil durchs Gebirge fahren. Wir werden da fahren, um nach neuen Fotoplätzen zu suchen, um auch in Zukunft dann mit euch Schneemobil-Safaris anzubieten. Das ist natürlich ein ganz spezielles Ding, aber unabhängig davon freue ich mich jetzt schon wahnsinnig darauf, in diese tolle, winterliche, lappländische Landschaft nach Schweden zu fahren und einfach dieses Naturerlebnis zu haben, aber das natürlich dann auch in Verbindung mit dem Schneemobil und das, um an Orte zu kommen, wo man normalerweise, zumindest im Winter, ansatzweise überhaupt nicht hinkäme. Also da habe ich jetzt schon eine wahnsinnige Vorfreude und das wird einen wahnsinnigen Spaß machen. Da bin ich jetzt schon fest von überzeugt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und empfehlt mich weiter. Und abonniert RAW TV. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal auf diesem Sender.